Meine Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf Winsenburg, also Omsi. Wir fahren heute den Ford Transit. Wie ihr seht, ich habe den Bus schon bereit gemacht. Was mich gerade ein bisschen wundert, der hat ein russisches Kennzeichen, aber ist vom türkischen Ersteller. Ja gut. Der Bus ist schon beladen, wie ihr seht. Ich habe die Leute schon mal reingelassen. Ja, wir fahren in Ford Transit, habe ich ja gerade gesagt, auf der Linie 135 hier in Winsenburg. Das ist das gute Stück. So. Eine Minute noch vorstellen, dann können wir losfahren. Ich habe übrigens den Bus genommen, weil ich schon denke, dass er auf die Linie passt. Ihr werdet nämlich nachher sehen, warum. Was ist denn jetzt? So schnell, so doll habe ich jetzt aber auch nicht abgebremst. Bremslicht läuft super. Blinker kann ich sowieso mal reinmachen. Der Bus lässt sich ein bisschen schwieriger einschätzen, finde ich. Herr Ryan. Halt, wieso habe ich mich jetzt schon wieder verfahren? Mal ganz kurz die Frage. Ich musste die letzte Folge abbrechen, weil ich mich da verfahren habe. Ach Gott, weil ich da links abbiegen muss. Ja, das kann man ja nicht riechen, ne? Ja gut, jetzt ist rot, aber egal. Hat niemand gesehen. Halt die Klappe. Danke. Sie hätten mir auch sagen können, dass ich mich verfahre. Mann, oh Mann. Nein! Das ist so an den Ferrari, wenn man ordentlich Gas gibt. Oh, 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 oh. Nee, gerade nicht. Weil ihr mir auf den Sack geht schon wieder alle. Was ist der Grund? Was habt ihr denn? Ich fahr doch normal. Ja, gut, bisschen hochtourig, aber wo ist jetzt das große Problem dabei? Och man, warum verfahre ich mich denn? Kann ich keine lesen oder was? Och, weil da ein Pfeil ist. Warum sind die denn so versteckt auf der Linie? Wir haben noch kein Ostern. Oder ist es wieder so weit? Ich drehe langsam durch, das ist das dritte Mal. In der letzten Folge, die ich nicht aufgenommen habe, beziehungsweise die ich aufgenommen habe, aber gelöscht habe, da habe ich mich nämlich auch verfahren. Das war, ja... Das konnte ich vergessen. Ja, steig aus. Komm, raus. Pst, Abmarsch. Hopp, los, Beeilung. Er hat's geschafft. Links, ne? Jetzt gucke ich jedes Mal viermal, ist mir egal. Ich wusste, dass sie... Fickt euch! Jetzt ganz ehrlich, jetzt reicht's mir. Ja, wie soll ich denn auch bremsen, Mensch? Außerdem ist das kein richtiger Bus hier. Boah, gehen mir die auf Eier, die Leute hier. Und jetzt halt den falschen Gang rein.
Jetzt. Hä? Was ist denn los? Hä? Hallo? Ach, ich habe noch die Haltestellenbremse drin. Alle. Jetzt habe ich aus Versehen die Kupplung losgelassen. Hey, was ist hier los? Was habe ich jetzt noch für eine Bremse drin? Hä? Ich habe noch irgendeine Bremse drin. Wo ist denn das Problem? Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Was habe ich für eine Bremse drin? Ich habe nichts drin. Ja, fahren wir noch rein. Gut, Glück gehabt. Er hat auch nichts. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Das ist nicht wahr. Ich kann nicht vorwärts fahren, nicht rückwärts. Ich kann gerade gar nicht fahren. Wo ist das Problem denn? Fährt nicht mehr. Das kann es doch nicht sein, dass ich die Kupplung drücken muss, damit ich überhaupt fahren kann. Das ist alles nicht mehr wahr, oder? Wie? Ich dachte, automatische Kupplung ist jetzt an. Wo muss ich die dann drücken?
Das ist unfassbar. Jetzt weiß ich, welche Bremse ich drin hatte. Ich bin ein Horst. Ich hab doch vorhin die Haltestellenbremse reingemacht, damit ich nicht wegrolle, ne? Und ich hab's vergessen, sie rauszumachen. Was ist das denn jetzt? Halt die Fresse und steig aus, wenn du aussteigen willst. Mann, verpiss dich hier. Was soll das denn hier? Die Unhöflichkeiten immer hier. Das sind die unhöflichsten Leute, die ich jemals gesehen habe hier in Umsee. Boah, ich hatte Angst, dass er schon wieder nicht fährt hier. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Warum heulen die denn immer in jeder Kurve? Habe ich überhaupt einen Unfall gebaut? Ich kann mich nicht dran erinnern. Das war klar, dass ich nicht kann. Ich wusste es! Das war übrigens extra gemacht, dass ich über Bord stand, damit ich ja schön gerade anhalte. Auf dem Rückweg fahren wir mit einem anderen Transit, glaube ich. Also ich habe gerade Lust auf Schallbus und auf Kleinbus. Also so ein Bus, nicht richtigen kleinen Bus. So ein Transporter hier umgebaut zum Bus. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Minibus. Nicht zu verwechseln mit Midibus. Ich habe Angst, zu doll einzulenken, die heulen uns wieder. War wohl meine Haltestelle damals. Einen Ersteller, sehr schön gebaut hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Guten Tag. Hallo. Halt die Klappe, Manfred! Halt die Klappe, Günther! Warum nenne ich ihn Günther? Halt einfach die Klappe, egal wie du heißt. Was haben wir jetzt wieder? Siehst du was? Halt
Haltestellenbremse. Dass die immer rumheulen müssen wegen nichts. Nee, jetzt fahr ich einfach. Halt die Fresse dahin. Seid doch dumm, alle. Ich fahr ganz vernünftig und die meckern. Ja, ja, ich weiß. Halt die Klappe, Mann! Ist gut jetzt. Hier nochmal eine schöne Vollbremsung hinterher. Bitteschön. Ja, steig aus, ich will euch nicht drin haben. Hab ich doch gesagt jetzt viermal. Raus, da ist die Tür. Seid ihr blind oder was? Junge, Junge, Junge. Was ist denn das für ein Benehmen hier? Gar keins. Hör auf zu stöhnen, fahr selber. Du hast doch bestimmt ein Auto, dann fahr doch damit. Ja, steig aus. Ja, raus. Die beiden hintereinander sitzen, die einzigen, die trollen. Ja. Und die paar Stehenden. Der Rest ist immer am Heulen. Wenn die Stehenden schon nicht heulen, dann fahr ich doch wohl vernünftig. Noch 3 Minuten Verspätung. Es wird besser. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Ist nur so eine Idee. Oh Gott, gut, dass ich den Medibus genommen habe. Den, wie heißt der hier, den Kleinbus. Der hat sich hier schon gelohnt. Der ist auf jeden Fall für ein Citaro K ausgelegt, die Linie hier. Oder sogar für so einen hier. Alles andere wäre ein bisschen extrem, finde ich. km/h halten uns natürlich nicht dran, weil wir Verspätung haben. Ja, hat sich gar nicht gelohnt, hier hochzuschalten eigentlich. Fahren wir im zweiten Gang durch die Kurve. Durch die Kurve fahren. Fahren da durch. Jetzt sind wir im dritten Gang hoch den Berg. Im vierten Gang runter. Ja, wir müssen ein bisschen bremsen. Zauntor. Hallo. Hallo. Ich habe lange nicht mehr gemeckert. Könnte mal wieder Zeit werden, ne?
Guten Tag. Staugefahr, hier ist nichts los. Ja. Mit 90 durch eine Baustelle ist bestimmt nicht gesund. Vor allem, wenn hier Blitzer stehen. Und auch nicht für ein Portemonnaie, für den ist auch nicht gesund. Hallo? Kind steigt aus, schnell. Das Kind ist verbackt. Ist voller Käfer, das Kind. Meine Güte, man kann sich auch mal waschen, ne? Routenhause. Nicht nach Hause, sondern Routenhause. Ne, Route. Routenhause, war schon richtig. Wie denn? Keine Straßenbahn. Hier fährt sowieso keine Straßenbahn. Warum gucke ich überhaupt? Die ist ja blockiert hier. Also hier wird ja gebaut, eine Straßenbahn. Daher brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wäre aber cool, wenn die hier tatsächlich langfahren würde. Hoppla. Hoppla, das war sogar gewollt. Lass wir ihn mal absaufen, den Motor. So. Ja, ja, ein paar Mal zu spät. Wir haben uns ja auch verfahren, ne? Gut, tschüss, liebe Leute, hier. Einmal von YouTube und einmal hier aus dem Bus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich lasse das mal aufsteigen, ganz in Ruhe. Na ja, raus. Jetzt haben wir unsere Ruhe. So, wie gesagt, das war's mit der Folge. Auf dem Rückweg werden wir wohl jetzt den anderen Transit einfach mal fahren, damit ihr nochmal so einen kleinen Einblick habt. Ich habe ja schon mal beide vorgestellt. Ihr habt gesagt, der ist besser. Sehe ich zum Teil auch so, aber zum Teil finde ich den anderen besser. Jetzt gucken wir mal, wie die Fahrphysik vor dem anderen ist. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.